Zu Beginn unserer heiligen Messe singen wir das Lied Nummer 749. Des Königs Banner wallt empor, es strahlt das heilige Kreuz hervor, daran den Tod das Leben litt, und Leben durch den Tod erstritt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, in unserem Brilon, in den Dörfern, in den Krankenhäusern und auch in den Heimen, seien Sie von dieser Stelle aus unserer Propsteikirche herzlich gegrüßt. Dieses Jahr sind die österlichen Tage in einer anderen Art und Weise gestaltet, was wir vielleicht früher nie für möglich gehalten hätten. Die Epidemie, die Vorsorge und der Schutz der Menschen vor Erkrankung macht es notwendig, dass wir diese heiligen Messen und Gottesdienste so feiern, wie die Kirche es gegenwärtig tut in der weiten Welt. So auch hier. Und wir wollen den Gründonnerstag beginnen als Zeichen der Erinnerung an die Stiftung des heiligen Abendmahles. Und wir beginnen damit auch die österlichen Festtage. Die großen zentralen Themen sind bekannt: die Krisamesse der Bischöfe, die Einsetzung des priesterlichen Dienstes, der Dienst an den Aposteln, wenn Jesus ihnen die Füße wäscht, dadurch auch manchmal die Köpfe. Und die Spendung und Einsetzung des eucharistischen Sakramentes, ohne dem wir gar nicht leben könnten. Aber alles gehört zusammen, fügt sich in ein Ganzes und gipfelt sich hinauf in die österliche Freude, die uns bevorsteht. Doch heute, am Gründonnerstag, wollen wir nun die Einsetzung des eucharistischen Sakramentes feierlich auf diese Weise begehen, was uns möglich ist. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, ernehme von uns alle Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Zum Gloria singen wir Nummer 171. Ehre sei Gott in der Höhe, Preis und Ehre Gott dem Herrn, Friede soll den Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, beten an den Namen dein.
Jesus Christus, Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit dem Geist und dem Vater in den Höhen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein? So nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag des Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen, feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir hören eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte:
das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus sagte zu ihm, »Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen.« Petrus entgegnete ihm, »Niemals sollst du mir die Füße waschen.« Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen und sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder zu Hause, wo auch immer Sie diesen Gottesdienst, diese heilige Messe verfolgen, am Handy oder am Computer, wie auch immer, was umweht uns in diesen Tagen? Die Sorge um die Corona-Epidemie natürlich. Manche sagen, man kann es ja kaum noch hören,
so viel davon, ganze Sendungen im Fernsehen, im Rundfunk, überall, die Zeitungen sind gefüllt mit diesen Themen und je mehr man fragt, umso mehr Antworten scheint es zu geben. Unsicherheit, Sorge. Manchmal umspielen und überspielen wir die Sorgen, indem wir sagen, es ist ja gar nicht so schlimm und beeilen uns zur Normalität, uns herbeizureden und erwarten von den Politikern, dass sie uns den Freispruch geben. Wie schwierig das alles ist, dass wir immer noch nicht genau wissen, wie und wann der Virus sich verbreitet und wie er sich auf die Menschen legt und in den Menschen Wohnung nimmt, all das ist nicht beantwortet. Deswegen neige ich dazu, zu Behutsamkeit und Umsicht, die sich ja erprobt hat. Auch wenn wir merken, dass wir alle in unseren sozialen Gefügigkeiten schon etwas nervöser geworden sind, gereizter, ob es auf dem Markt ist oder daheim, vielleicht in den Stuben, in unseren Wohnungen, die oft ja nicht Villen und Schlösser sind, sondern wir sind aufs Engste miteinander verbunden. Das ist alles nicht so einfach. Denn wer von uns hat eine solche Situation schon einmal erlebt? Kaum einer. Heute Morgen beim Aufschlagen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fand ich auf der ersten Seite eine interessante Karikatur, die das Abendmahl von Leonardo da Vinci darstellt. Sie kennen es, die Apostel in der Mitte Jesu. Empfangskultur eröffnet sich im Hintergrund und feiert eben mit Jesus das. Diesmal ist es aber anders dargestellt. Es sind nicht die ganzen Apostel, wie wir sie kennen, an der Zahl, sondern es sind nur 4, 2 zur Linken und 2 zur Rechten. Dazwischen der 2-Meter-Abstand, den wir versuchen in unserem normalen Leben. Wir gar nicht Abstand halten, weil uns ein Gott ja begegnet, der gar nicht Abstand halten will. Denn er macht sich ja so nah an uns heran, dass er selbst uns die Füße wäscht. Auch die Jünger, die das nicht verstehen, werden überwältigt von dieser Geste. Ein Gott, der sich so klein macht, erniedrigt für uns und dadurch erfahrbar wird. Das erfahren wir am Gründonnerstag in der Heiligen Eucharistie. Das werden wir morgen am Karfreitag erfahren, wenn wir die Liturgie feiern und auch in der Osternacht und in den österlichen Festzeiten. Ein Gott, der sich klein macht. Es gibt ein sehr schönes Wort, eine Geschichte, die uns überliefert ist aus dem jüdischen Traditionsbereich. Da kommt einer zu einem Rabbi und sagt, ja, früher gab es Leute, die Gott von Angesicht zu Angesicht sehen konnten. Heute gibt es das aber nicht mehr. Ja, sagt der alte Rabbi, das ist so, weil sich niemand mehr so tief bücken will. Liebe Schwestern und Brüder, diejenigen, die sich in unserer Zeit bücken und klein machen für den Dienst an den Menschen, denen gilt auch an dieser Stelle ganz herzlichst zu danken. Die Kirche übersieht das nicht, dass wir viele Menschen um uns wissen, die sich klein machen, nicht sich selbst suchen dabei, sondern einfach für die anderen da sind. Bücken, niedrig halten, dann bekommen wir auch Gott zu sehen. Ihnen und euch allen gesegnete festliche Tage mit der Einkehr des Gründonnerstags
und des kommenden Karfreitags. Amen. Gott, in Jesus Christus gibst du uns Menschen ein Beispiel deiner Liebe, wie er in der Fußwaschung andere und ihre Anliegen annimmt, so bringen auch wir heute unsere Anliegen vor dich. Aufeinander zugehen ist der erste Schritt. Wir beten für alle, die nicht wissen, wie sie nach Enttäuschung oder Ärgernis auf jemanden zugehen sollen. Für alle, die nach einem Weg suchen und für alle, die solche Wege nicht mehr gehen können. Gott, der du die Menschen annimmst, wir bitten dich, erhöre uns. Zuhören ist die Grundlage, um einander anzunehmen. Wir beten für alle, die anderen Menschen zuhören, für alle, die andere in ihren Sorgen ernst nehmen, für alle, die ihre Zeit einander schenken. Gott, der du die Menschen annimmst, wir bitten dich, erhöre uns. Nächstenliebe ist die Botschaft, nach der engagierte Jesu-Botschaft in unserer Kirche leben. Wir beten für alle, die diese Botschaft täglich umsetzen, für Ehrenamtliche, Hauptberufliche, Frauen und Männer, Ordensleute und Geweihte. Gott, der du die Menschen annimmst, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die den Tod auf sich zukommen sehen, auch in dieser Zeit von Corona. Für alle, die sich auf diesem Weg begleiten und für alle, die dabei nach Vergebung und Annahme suchen. Gott, der du die Menschen annimmst, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, deine Zuneigung kennt keine Grenzen. Wir vertrauen auf dein Dasein, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Zur Bereitung der Gaben singen wir Nummer 282. Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot. Nehmt, sprach er, trinket, esset, das ist mein Fleisch, mein Blut. Damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.
Lasst uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Zum Sanctus singen wir Nummer. Einhundertneunundneunzig. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna, preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat, durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach seinem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Hans Josef und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wir beten zur geistlichen Kommunion. Herr Jesus Christus, du kommst zu mir und ziehst mich an dich, dort, wo ich jetzt bin. Ich verbinde mich mit dir, mit meinem Leib und meiner Seele, mit meinem Verstand und meinem Willen, mit meinem ganzen Empfinden. Ich verbinde mich mit dir in deiner Menschwerdung, in deinem Leib und Blut, in deinen Sakramenten, in deiner Kirche, zusammen mit den Schwestern und Brüdern, die jetzt die heilige Eucharistie feiern. Ich verbinde mich mit dir in deinem Wort, in deinen Zeugen und in den geringsten deiner Brüder und Schwestern. Ich verbinde mich mit dir in deiner Liebe zu den Menschen, die du mit mir lieben willst. Ich verbinde mich mit dir, Herr, mit dir, weil ich mit dir leben will, weil ich mit dir lieben will, weil ich mit dir sterben will und weil ich mit dir auferstehen will. Wohne in mir, geh mit mir und wirke in mir, was immer du wirken willst. Ich danke dir,
dass du mich an dich ziehst. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden nun, nachdem wir das Allerheiligste anbetend verehrt haben, es wieder zum Tabernakel hinübertragen. Und es wird die bleibende Gegenwart Christi sakramental in unseren Kirchen immerzu lebendig bleiben. Das Licht, das ewige Licht wird leuchten und diese Gegenwart anzeigen. So wollen wir nun das Allerheiligste anbetend verehren. Wir beten aus dem Gotteslob Nummer 751. Gelobt und angebetet sei ohne End Jesus Christus im allerheiligsten Altarsakrament. Der Herr hat mit uns das Abendmahl gefeiert, jetzt sind wir mit ihm am Ölberg, um zu wachen und zu beten. In der Nacht vor seinem Leiden hat unser Herr Jesus Christus unter lautem Flehen und blutigem Angstschweiß mit sich und mit dem Vater gerungen. Und dann hat er im Vertrauen auf den Vater für uns den Weg des Todesgehorsams angetreten. Lasset uns darum beten für alle Menschen, die hineingestoßen sind in Unglück und Not, in Rechtlosigkeit und Unfreiheit. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten für alle, die nicht weiter können, die voll Angst sind und keinen Ausweg mehr finden. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten für alle, die am Abgrund der Verzweiflung stehen, die um Ausweg und Hilfe, um Kraft, das Unabänderliche zu tragen und um Erfüllung ihrer verschütteten Hoffnung im Reiche Gottes flehen. Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, in großer Not hast du zum Vater gebetet. Vater, wenn du es willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gib uns die Kraft, dem Willen des Vaters zu folgen. Amen. Guter Gott, wir empfehlen dir alle Sorgen an, die mit der Corona-Epidemie verbunden sind. Stärke all diejenigen, die sich um Menschen mühen und sorgen, in ihrer Selbstlosigkeit. Lass die Kranken der Epidemie nicht allein und begleite selbst die Sterbenden und die Angehörigen, die auch schweres Leid mittragen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.